Distanz ist für mich ein Lebensgefühl. Wichtig ist, authentisch zu bleiben, sich irgendwo selbst zu finden in der Musik, in der Bewegung und schließlich natürlich im Tanz an sich. Und wenn einem Musik gefällt, entstehen Bilder im Kopf, vor allem als Tänzer, wo die Bewegung natürlich immer ein Teil von einem ist, die man erst für sich alleine entdeckt, erstmal befassen mit sich selbst und dann seine Persönlichkeit hineinsteckt, dann kriegt man eben ein gewisses Kopfkino, ein gewisses Gefühl. Und genau dann geht's los zu einer Choreografie. Als Choreograf ist man in erster Linie ziemlich selbstkritisch, sehr perfektionistisch veranlagt. Und erst wenn der Künstler in einem sagt, jetzt ist der Anspruch da, jetzt ist es für dich selbst perfekt, erst dann geht's eigentlich raus in den Kurs zu seinen Schülern. Ja, losgegangen ist bei mir das Tanzen als kleiner Junge vor circa 20 Jahren, 25 Jahren. Es war eigentlich die Idee, wie es ja oft so ist, von den Eltern, die früh schon ein gewisses Talent von mir, was das Tanzen oder das Entertainment früh erkannt haben im Kinderzimmer. Und so war es mal eine Mini-Playback-Show im Urlaub, wo es mich dann auf die Bühne gezerrt haben und ich zu DJ Bobo Freedom meine erste Hip-Hop-Choreografie, wenn man es mal so nennen will, zum Besten gegeben habe. Tänzerisch bin ich aufgewachsen zu vorgegebenen Tänzen und vor allem zu vorgegebenen Musik. Und so ist dann mit der Zeit, nach 3-4 Jahren, eben die Idee gewachsen, dass man sich selber nur weiterentwickeln kann, wenn man seinen eigenen Stil mit einbringt und vor allem, dass man sich da eben was anderes drunter vorstellen konnte. Auch die Schüler erkennen das Potenzial einer sehr guten persönlichen Choreografie. Und erst wenn man selber als Choreograf authentisch ist, wird es auch ein Erfolg werden mit seinen Schülern zusammen. Got no bill at the dresser, put it on a black, no, I'm all about a guap. Text it late night and she telling me to stop. You reply, yeah, whatever, though you maybe wanna talk, huh? Yeah, right, no, I'm fighting on the cop shit. The girl that I liked it, a nerd out of college. I'm back on the map with a text and a twop it. Change topic, in a minute that I prop it. Shout out back, yeah, I low like the Rocky. McGrady with the lady, but that soda made me nauseous. Bill that I paid, but I did with a hot bitch. Brain in the lane, he boxing the cop. Things ain't the same to the city of the toxic. Back with a tap, gonna chip for the charge. Best I ever had, now my head but a coffin. Walking the damn line to see if I can talk. Das Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl. Wichtig ist, authentisch zu bleiben, sich irgendwo selbst zu finden in der Musik, in der Bewegung und schließlich natürlich im Tanz an sich. Oh,